darf sein, Zastermann. Was wollt ihr? Redet schon! Aufenthalt für einen Zweck.
Ah!
große Schwäche. Helft mir, bevor es zu spät ist. Willkommen, Erkunder der Tapferkeit. Ihr seid bereit, Erkunders Worte zu hören, aber ihr müsst das allein tun. Geht zum Altar und betet, sobald ihr soweit seid. Niemand in diesem seltsamen Tempel muss was wissen. Rakera! Sie ist hier! Sie lebt! Rakera! Rakera? Wir alle sind Erkunder. Was haben sie mit euch gemacht? Ich höre zu. Ihr da. Ja, ihr. Kommt her. Aber leise, Mann. Bleibt unauffällig. Niemand verdient dieses Schicksal. Geht und versucht mehr zu erfahren. Ich weich nicht von Rakeras Seite. Was denkst du denn? Thank you.
Wo bin ich? Was mache ich denn hier? Niemand verdient dieses Schicksal. Jacques Razet ist ein Verräter. Aber der König braucht Beweise. Bitte, Rakera, geht nicht. Sie werden euch umbringen. Ich muss, Kaya. Die Pflicht steht über allem. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Thank you.
näher ran. Möglichstes tun, um Akundas Geist zu heilen. Aber ihr müsst alle Erinnerungen in Schach halten, die sich dabei manifestieren könnten. Erst etwas anvisieren. Es fasst dieses geschafft. Ziel kann ich nicht angreifen. Ich kann Akundas Stimme in meinem Geist hören. Hey,
ich bin außer Reichweite. Entfesselt den Sturm und stürzt den Usurpator. Wie ich mir dachte, General Jacrasset hat Truppen in der Wüste und der König weiß nichts davon. Die durchsuchen die Wüste nach einer Waffe, die die Stadt zerstören kann und töten jeden in ihrem Weg. Keine Ahnung, was das für eine Waffe ist oder wo sie ist. Aber gut kann das nicht sein, wenn Jacrasset sie vom König verheimlicht. Wir müssen die Waffe finden, bevor Jacrasset sie in die Finger kriegt. Fasst euch kurz. Die Stadt wird... Euch hätten wir Rakera nie gefunden, Kleine. Sind. Das sind Jacrasets Truppen. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Alle raus aus dem Wagen. Schnell! Dolly! Dot! Warte! Da ist es nicht sicher! Auf euren Das kann ich nicht angreifen. Ja. Seite.
Wir müssen Jorvava vor Jakraset finden. Gut, aber mein Freund macht's nicht mehr lang. Ihr habt euch mit dem Sephrak verbündet? Das ist eine lange Geschichte, die kann warten. Er trifft bald Pon Samdi, wenn wir uns nicht beeilen. Lasst mich helfen. Ich weiß, was ihm fehlt. Werden Sie sich aus. Sammelt alles Nötige, um die Schlange zu heilen. Ich erzähle Jorvava, was wir wissen. Ich muss näher ran. Kann ich nicht angreifen. Wollt ihr handeln? Der Sand verschluckt die Verschwenderischen. Ah,
Ich spüre, wie meine Kraft zurückkehrt. Das Gegengift scheint zu wirken. Seid ihr hier, um zu helfen? Das kann ich nicht angreifen. Zerstören, die wir einst um das Grab errichtet haben. Ich bete, dass das Versteck meines Schlüssels sicher ist und nur ihr es finden könnt.
Dreck hat diesen Krieg über uns gebracht. Die Treulosen werden unseren Tempel nicht einnehmen. Hier ist jeder willkommen. Der Sand verschlingt die Schwachen. Ich bin außer Reichweite. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Ah!
Alles, was wir brauchen. Seid ihr auf einen Handel aus? Seid schnell und seid clever. Unser Tempel ist die letzte Bastion gegen die Treulosen. Vor langem lebten wir in Einheit, wie unser Loa es gewollt hätte. Seit Cortex' Verrat haben die Treulosen in unserem Land Krieg entfacht. Cortex führt sie an auf ihrer Suche nach den übrigen Schlüsseln. Er will die Barriere um Atul Aman brechen und mit dem darin Verborgenen ganz Suldasar erobern. Wir werden ihn aufhalten, koste es, was es wolle. Ich bin so froh, dass ihr zurück seid. Die Treulosen haben Vorrück. Thank you.
Das kann ich nicht angreifen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das ist zu weit entfernt. Ran. Ich schulde euch mein Leben. Trefft mich im Tempel. Hier ist es nicht sicher. Gehörte dem ersten Hüter. Er hieß Zultis.
und er starb durch die Hand von Kortek. Vor langer Zeit fiel Mythrax, der Auflöser, über unser Land her. Er tötete alles in seinem Weg, egal ob Troll oder Sethrak. Unser Loa opferte sich, um uns vor dieser Monstrosität zu schützen. Sie hat den Kathrax erschlagen, aber erst nachdem er bereits die Scheibe im Herzen von Atul Aman zerstört hat. Nachdem wir Zeugen seiner Zerstörung wurden, mussten wir sicherstellen, dass niemand Mythrax je wieder erwecken konnte. Trotz seiner immensen Macht konnte Sultis die Barriere nicht allein beschwören. Kortek und ich standen ihm bei und gemeinsam versiegelten wir Mythrax in der großen Pyramide. Als der Sand sich weiter ausbreitete, dürstete es Kortek nach Krieg. Er plante insgeheim, den Kathrax zu befreien und mit ihm als Waffe den Kontinent zu erobern. Waffe? Das ist es, was Chakras jetzt sucht. Ein Kathrax. Wir müssen die Prinzessin warnen. Kortek rekrutierte eine Armee gleichgesinnter Sethrak und metzelte alle nieder, die sich widersetzten. Sultis war der Erste, der fiel, aber zuvor konnte er noch seinen Schlüssel schützen. Wir verbliebenen Anhänger von Setralis wurden aus unserer Heimat in den Untergrund gezwungen. Seitdem bekämpfen wir die Treulosen. Thank you.
Benötigt ihr irgendwas? Denkt daran, alles hat einen Nutzen. Kann ich nicht angreifen. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Das kann ich nicht plündern. Yeah.
Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Ist Geld. Bleibt gut drauf. Hey, wie geht's euch so? Bleibt sauber. Thank you.
Na, das war mal ein unterhaltsamer Abgang. Was liegt an? Schönen Tag auch. Thank you.
niemand, wenn dieses Schicksal. Was darf sein? Der Sand verschlingt die Schwachen. Peyman. Vertraut niemandem. Was darf sein? Passt auf euch auf da draußen. Niemand verdient dieses Schicksal. Was darf sein? Passt auf euch auf.